Hallöchen ihr Lieben! Hallo! Und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal, wie ihr sehen könnt, direkt vom traumhaften Strand. Ja, wir haben uns nämlich gedacht, dass erstmal Mike Mikrofon heute auf jeden Fall wieder mit dabei ist. Denn unser Gedanke war heute früh so, oh, wir machen heute mal einen Tag Urlaub und wir fahren mal in den Süden. Es ist wunderschön hier im Süden. Jetzt ist es gerade mal windstill, liebe Leute. Es ist ansonsten, na jetzt geht's wieder los. Es ist ansonsten heute sehr, sehr windig, aber das hat uns nicht davon abgehalten, uns hier unser kleines Quartier aufzuschlagen. Und was wollen wir euch heute jetzt eigentlich zeigen? Heute halten wir einfach mal den Mund, zumindest ab gleich, und nehmen euch mit in die traumhafte Unterwasserwelt hier im Süden von Kreta. Denn was ist hier anders wie im Norden? Tatsache gibt es hier nicht ganz so viele Sandstrände, dadurch nicht so viele Sedimente im Wasser. Und dadurch ist hier dieses Wasser kristallklar. Und hier sind natürlich auch nicht ganz so viele Menschen. Wartet, ich schwenke mal rum hier. Ups, wie ihr sehen könnt, wir haben Hauptsaison. Ja? Und es ist einfach mal leer, dieser Strand, wo wir sind. Es ist Wahnsinn. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben uns so gedacht, wir werden euch jetzt gleich unter der Unterwasserwelt ganz schöne, entspannte Musik mit drunter legen. Und falls ihr irgendwann in den nächsten Tagen mal so einen ganz stressigen Tag haben solltet oder so, dann speichert euch das Video gerne, ruft euch das einfach auf, lasst das in Dauerschleife laufen, guckt es euch an, schön die Unterwasserwelt hier von Kreta mit schöner Dudel-Dudel-Dei-Musik. Und vergesst niemals, liebe Leute, sagt euch immer wieder, greift euch ans Ohrläppchen, falls es mal stressig wird, und sagt euch, ich rege mich nicht auf, ich rege mich nicht auf. Alles wird gut. So ihr Lieben, und jetzt geht's einmal unter Wasser. Viel Spaß! Thank you.
ihr Lieben. Ich bin schon wieder recht trocken. Ich war nicht ganz so lange im Wasser wie der Axel. Aber der Axel war mit zwei Sachen im Wasser, nämlich um für euch die besten Aufnahmen zu machen und vor allen Dingen essentiell die Tauchermaske. Wirklich, also ist ein absoluter Segen im Vergleich zu früher. Kannst du einmal frei atmen. Hast ein richtig geiles 180 Grad Blickfeld, also wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen. Link dafür findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Genau. Und ja, ich war noch nicht fertig. Also es ist Wahnsinn. Ich habe jetzt, ich hoffe, ihr habt es alles erkannt, aber ich habe so viele Fische gesehen, Korallenriff. Ja, es ist echt faszinierend. Hat mir gut gefallen, der Tauchgang. Wir könnten uns ja mal in die Kommentare schreiben, wo euer liebster Tauchspot ist, wenn ihr den mit uns teilen wollt. Ja. Alles kann, nichts muss. Und ansonsten? Jetzt fleißig die Maske kaufen, wenn ihr einen entspannten Urlaub haben wollt. entspannten Schnorchel. Aber wirklich, also ganz kurz, ich versuche mich auch kurz zu halten. Wir hatten ja früher nicht. Nein, Quatsch. Aber wir hatten ja früher so eine schöne Maske. Hatten wir nicht. Wir hatten quasi eine Brille und so einen Schnorchel. Und ich bin damit mal tauchen gegangen. So, liebe Freunde. Dass ich hier jetzt noch stehe, grenzt an ein Wunder. Ich bin nämlich einfach überhaupt gar nicht irgendwie damit klargekommen. Also ich habe da, naja, ich bin irgendwie halt nicht mit klargekommen. Und dann hat Axel, ich glaube, das war auch für einen Kreta-Urlaub hier. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls hat er gesagt, ey, guck mal hier, es gibt so Masten. Das ist doch damals, was für dich. So, schon viele, viele Jahre her. Ne? Und da haben wir mal eine bestellt und es ist wirklich echt ein geiles Teil. Und es sieht auch noch total stylisch aus. Also wirklich, da kommt kein Wasser rein. Du kannst da stundenlang unter Wasser rumschwimmen und Dinge sehen, wie ihr jetzt gerade im Video gehört. Also Fischis und so. Ist halt auch wirklich angenehm. Du hast ja hier hinten ein Stoffband dran, ja, was flexibel ist und nicht dieses Gummiband, was dir an Haaren immer hängt und was du drüber genommen hast. Und dann hast du hier auch eine Silikondichtung dran. Das liegt wirklich total weich an der Haut. So, und genau. Du kannst frei durch den Mund atmen, was halt auch für dich ja echt wichtig war. Nicht diesen Schnorchel da im Mund und dann mit einem langen Haaren hier den da abnehmen. Ja, diese Klebe. Also ist eine gute Investition. Werbung Ende. Dankeschön fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne auch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.